Guten Abend, herzlich willkommen zum Teil von RB Leipzig, der Pressekonferenz nach dem Champions League-Spiel hier bei Manchester City. Bei mir ist unser Cheftrainer Marco Rose und Marco, wie immer, bitte ich dich um dein erstes Statement zum Spiel. Am Ende steht eine Niederlage in einem Spiel, was wir, glaube ich, ja, sehr gut gespielt haben. Wir sind sehr gut angegangen, haben eine sehr gute erste Halbzeit gespielt. Viel von dem aufgegangen, was wir uns vorgenommen haben. Wir wollten kompakt sein. Wir wollten trotzdem immer wieder versuchen, auch mal auch im Pressing schon Nadelstiche zu setzen, sie nicht zu leicht zu machen. Wir haben Bälle gewonnen. Haben daraus zwei schöne Kontertore geschossen, weil wir wussten, dass City auch hoch verteidigt. Wir hatten zwischendrin auch gute Ballbesitzphasen und haben viel von dem wegverteidigt, was City im Angriff angeboten hat. Natürlich hatten wir auch erste Halbzeit schon ein, zwei, drei, vielleicht auch viermal brenzlige Situationen. Wir wussten, dass wir sie sauer gemacht haben mit diesem Halbzeitergebnis. Dementsprechend war klar, was uns der zweite Halbzeit erwartet. Ja, und bekommen dann so das 2-1, was dem Spiel dann vielleicht auch so nochmal eine neue Richtung wiedergibt. Ich glaube, wenn wir da länger die Null gehalten hätten, dann hätte uns das ganz gut getan, weil ich schon das Gefühl hatte, dass wir heute noch immer wieder drei, vier, fünf Situationen bekommen, wo wir dann auch nochmal ein Tor machen können. Ja, dann kommt Doku, Alvarez, nochmal Power, nochmal Qualität. Insgesamt sind die zweite Halbzeit sauberer, schärfer, mehr auf den Punkt und genauer. Und dementsprechend dann auch Tore 2 und 3. Am Ende Kompliment an meine Mannschaft für das Spiel hier heute, für die Leistung, für den couragierten Auftritt, auch wenn wir nichts dafür bekommen. Aber wir nehmen viel Positives heute auf jeden Fall mit aus diesem Spiel, außer das Ergebnis. Danke. Danke, Marco. Dann fangen wir an mit Philipp Weißkirch für den Mitteldeutschen Rundfunk. Hallo Marco. Die zweite Hälfte hätte vielleicht anders laufen können, wenn Leipzig in Überzahl gespielt hätte. Haben Sie den Schiedsrichter fragen können, warum er Diasch nicht mit Gelb-Rot vom Platz gestellt hat? Und noch eine zweite Frage zu Xavi. Das sah nicht gut aus. Haben Sie schon eine erste Diagnose? Ja, so zu dieser gelb-roten Karte bin ich gerade schon befragt worden. Ich habe sie nicht wahrgenommen. Und wenn ich sie nicht wahrgenommen habe, da würde ich jetzt mal dem Schiedsrichter keinen Vorwurf machen. Ich kann mich jetzt an die Situation nicht erinnern. Er hat eine sehr großzügige Linie insgesamt gehabt. Das habe ich auch seinen Kollegen draußen gesagt. Und dementsprechend ist es okay. Xavi, müssen wir schauen. Er hat ein bisschen Kreislaufprobleme, was ja dann darauf hindeutet, dass irgendwie irgendwo vielleicht was nicht am richtigen Fleck ist. Aber der Doc hat jetzt erstmal leichte Entwarnung geben können. Es war jetzt nichts Offensichtliches, wie bei Dani an der Schulter kaputt. Und jetzt hoffen wir einfach, dass es nicht so schlimm ist. In der Kabine ging es ihm jetzt schon etwas besser. Aber müssen wir natürlich morgen eingehend untersuchen dann. Lars Völkering für den SED. Herr Marco, überwiegt bei euch jetzt der Frust, weil ihr das Spiel noch aus der Hand gegeben habt, oder der Stolz, weil ihr so lange hier sehr gut Paroli geboten habt? Ich glaube, nochmal, wir nehmen viel Positives mit aus dem Spiel, weil es einfach auch wichtig ist, weil nur das dann uns auch weiterbringt. Wir spielen in 3 Tagen oder 4 Tagen wieder Bundesliga. Aber wir schieben natürlich schon Frust, weil am Ende sind wir hierher gefahren, um uns zu zeigen, um uns zu beweisen. Das haben wir, glaube ich, gemacht, das haben wir geschafft. Aber dafür willst du dich natürlich auch belohnen, entlohnen. Und das haben wir nicht geschafft. Wir haben verloren. Am Ende geht es im Fußball um Gewinn, ja, oder um Punkte holen. Und dementsprechend frustriert das Ergebnis dann natürlich. Oliver Hartmann für den Kicker. Marco, ja. Du hast Haidara auf der rechten Schienenspieler mal eingesetzt. Wie hat er dir auf der Position, wo ich ihn noch nicht gesehen habe, gefallen? Und ist Benny Henrichs draußen geblieben, weil er mal eine schöpferische Pause nach dem Programm brauchte? Oder welche Gründe hat er?
Nee, nee, Benny war oder ist gesundheitlich angeschlagen, gestern schon. Und wir haben dann gesagt, wir müssen jetzt in dieses Spiel oder wir können auch in dieses Spiel keinen halbfitten Spieler reinschicken, mit dem Wissen, dass da vielleicht auch Doku von Anfang an kommt oder ein Krillich, der halt diese 1 gegen 1 Qualitäten hat. Und wir wussten, dass Dudu das schon gespielt hat in Leipzig, diese Position. Vor ein paar Jahren hat es auch gut angenommen. Ich finde, er hat es auch sehr gut gemacht, dafür, dass es lange nicht mehr gespielt hat und auf einer anderen Position zu Hause ist. Hinten raus mit dem Wechsel zu Doku ging ihm dann ein bisschen die Kraft aus. Aber ja, deswegen, wir haben auch nochmal dann versucht, in einer anderen Grundordnung wieder noch ein bisschen mehr Entlastung zu bekommen. Also er hat ein gutes Spiel gemacht. Robert Schreier für die Bild und Sportbild. Marco, Klussi hat ein sehr gutes Spiel gemacht, wie ich fand, in der Zentrale. Wie wichtig wäre es denn für dich bzw. für den Verein, ihn über den Sommer hinaus zu behalten? Wir würden uns sehr freuen, das weiß Klosti. Ich glaube, dass alles ausgetauscht ist, dass natürlich wir auch immer wieder gerne nachfragen, wie der Stand der Dinge ist. Ich glaube auch, dass Klosti weiß, was er an dem Verein hat. Er hat die Entwicklung des Vereins maßgebend mitgeprägt. Er ist absoluter Führungsspieler, hat großes Vertrauen von mir, vom Trainer. Er fühlt sich wohl in der Stadt. Also das sind ja alles so Dinge, die Entscheidung dann auch fördern sollten. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn er sich dann auch für uns entscheidet und noch eine Weile bei uns bleibt und gemeinsam den Weg mit weitergeht. Wir machen hier vorne weiter auf Englisch, nehme ich an. Yes, please. Hi Marco, in English, please. In that second half, when you were leading 2-0, was there a point in the game that you felt you were going to go on and win the match? Again, sorry. In the second half? Yeah, you were 2-0 up in the second half. Was there a point in the game when you thought and you believed that you were going to win the game? Boah. What we knew, what I told the guys, was that we made them angry in the first half and that it's getting difficult. That's what we knew. That what we saw in the second half, there was never a point. If we kept the clean sheet a little bit longer, maybe, then the chance became bigger and bigger to win or to take something home. But at the end, you need a little bit of luck, and that's what we missed today, maybe, because we played a really, really good game. We played intensive, we had the ball, we had good transition, but it's City. So Doku came in, Alvarez came in. I think everyone knows these guys. Die nächste Frage bitte von der BBC. Could you just tell us a little bit about Appenda, because he looked fantastic player and you get used to selling your best players, and I know he's only just come to the club, but Premier League clubs will look at him. Premier League? Well, he just came to Leipzig. Yeah, exactly, that's what I mean. He will attract attention playing like that. Yeah, I think he stays a little bit longer. That's what I hope. Yeah, you are right. We lost a lot of high quality players in summer, but we had a really, really good scouting. We signed Xavi, we signed Lois, we signed Castello. He's the left center back. He's just 20, and I think he played really well today. Lois is a really nice guy. He knows about his qualities. I think he still can improve a lot of things. He's physically strong. That's what we saw today against strong defenders. He won one-on-ones. He's fast. He's able to score. We like him. You too, huh? Problems that defenders that don't usually have problems. Yeah. Yeah.
that's his strange, and that's why he's playing for Leipzig Champions League. So it means many teams in the Premier League are out because he likes to play Champions League. The top four, top five, maybe, but I don't know. Pep saw him today, but he has Erling, he has Alvarez, a lot of good players. And I think Leipzig is a good step for young players in his career. And our job is it to show them that it's smart to stay a little bit longer, not just for 1 year. I mean, you became Joshko. You see his quality. Yeah, we try to keep him in Leipzig as long as possible. Antje Henselin-Rudolf für die LVZ. Marco, du hast gestern Abend gesagt, du hättest nach dem Wolfsburg-Spiel sehr schlecht geschlafen. Auch deutlich schlechter als nach dem 0-7 im März hier. Wie wird es heute sein? Antje, muss ich dich ein bisschen berichtigen. Ich schlafe immer gut. Manchmal nur ein bisschen kürzer. Das ist tatsächlich eine Qualität, die hoffentlich noch eine Weile anhält in meinem Job. Ich habe nur gesagt, dass es sich beschissen angefühlt hat, diese Wolfsburg-Niederlage, weil wir einfach so viel richtig gemacht haben und nicht auf den Punkt gekommen sind. Und das ist so ein bisschen das, was City uns am Ende des Tages voraus hat. Und das sind Dinge, es geht nicht um Inhaltliches, es geht nicht um Wollen, es geht nicht um Mentalität. Es ist viel da in dieser Mannschaft, aber so ein bisschen was fehlt uns noch. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, viele junge Spieler dazugekommen, eine neue Kabine, die top funktioniert, aber um in der Summe viele Spiele in Folge zu gewinnen und auf Top-Niveau zu bestehen, da brauchst du noch so eine Zutat, die uns vielleicht gerade noch ein bisschen abgeht und die wir noch suchen. Und da geht es oft um ein Gefühl auch. In der letzten Reihe, der Kollege, bitte. Marco, you said that Leipzig is a good stepping stone for young players. How or can you see Leipzig and teams like Leipzig closing the gap on likes of Man City? How to close the gap between Bundesliga and Premier League? It's difficult. Our job is to prepare the guys on the best way, to show them that they are in the right place in Leipzig, not just for 1 year, maybe for 2 years or 3 years or the whole career, because we as a club we have goals too. That's really important. So that's the only thing we can do. Be there. Make a good environment for them to work, to live, win games, playing Champions League. That's very important. That's what I said, because I think Leipzig is more interesting than other clubs in England, because we are facing City in the Champions League. We play Champions League. It's a very important thing for us. And that's what we have to do. Closing the gap, I don't know. It's difficult. Robert Schreier für Bild und Sportbild. Wenn man sich daran erinnert, was du vor dem Spiel angesprochen hast, welche Themen du gesetzt hast, und wenn man dann die erste Halbzeit hier gesehen hat, dann haben die Spieler dir offenbar sehr, sehr gut zugehört, weil sie, glaube ich, genau das umgesetzt haben, was du gefordert hast. Ihr habt jetzt in der Vergangenheit nach solchen großen Spielen teilweise wichtige Punkte in der Bundesliga, also im Alltagsgeschäft, liegen gelassen. Was sagst du denn den Spielern jetzt nach dem Spiel, nach dem sehr guten Spiel heute Richtung Heidenheim? Ja, ich glaube, dass die Jungs schon ein ganz gutes Gefühl haben und auch Bescheid wissen. Ich meine, wir haben Ziele, wir wollen wieder diese Spiele hier haben. Gerne auch nochmal in Manchester übrigens. Nächstes Jahr, wenn ich das jetzt schon unterschreiben dürfte, dann wäre das total okay für mich. Und dort brauchen wir Punkte. Und das ist jedem bewusst. Also so weit sind wir mittlerweile, wenn wir jetzt über das Gap reden, dass wir wissen, wo wir hinwollen, wo wir hingehören. Was wichtig für uns ist, und da muss ich die Jungs, glaube ich, auch nicht dran erinnern. Uns fehlen schon auch im Moment so der Willi,
der zwar ständig da ist und schon auf einem guten Weg ist. Dani Olmo, das ist in so einer jungen Kabine dann schon auch nicht leicht wegzustecken, aber ich bin optimistisch, dass wir Richtung Samstag da auch einen guten Spannungsbogen finden, ohne dass der Trainer jetzt irgendwelche Märchen auspacken muss und an das erinnern muss, was wir so wollen. Gutes Schlusswort, finde ich. Dann vielen Dank für die Fragen. Danke, Marco, und allen einen schönen Abend. All the best. Goodbye.